In der Berchtoldsdorfer Heide haben wir ein junges Ziesel gefunden. Es war von einer Krähe attackiert worden. Die Krähe hat das Ziesel fallen lassen und das verletzte Ziesel wurde natürlich nicht mehr im Bau aufgenommen. Die anderen Ziesel haben es vertrieben. Mein Mann ist nach Berchtoldsdorf reingefahren und im Postamt hat er das Telefonbuch studiert und bei der biologischen Station Wilhelminenberg angerufen, was wir machen sollen. Die meinten, das Ziesel wird den Morgen nicht erleben, wenn es die Mutter nicht mehr findet. Wenn wir es mitnehmen, hat es leider nur eine Überlebenschance von 5%. Wir haben es nicht sitzen gelassen. Im Zoogeschäft haben wir einen Käfig und eine Katzenaufzuchtsmilch gekauft. In der Apotheke besorgten wir eine Augenpipette, weil das Goscherl von dem Tier ist so klein. In der Nacht haben wir den Wecker gestellt. Alle 2 Stunden sind wir aufgestanden und haben es gefüttert mit ein paar Tropfen. So haben wir das Ziesel die ersten Tage durchgebracht. Wir haben uns beim Naturschutzbund und an der Uni informiert. Die haben uns dann Tipps gegeben, wie wir das Tier ein bisschen großziehen, wo es Kolonien gibt. Wir wollten es ja wieder auswildern. Viele der Kolonien, die wir gesucht haben, existieren schon nicht mehr durch Bebauung oder durch Landwirtschaft. Unser Ziesel stand auf der roten Liste der gefährdeten Tierarten. Wir haben dann andere Zieselkolonien gesucht. Wir haben dann festgestellt, dass unser Ziesel ein Manderl war und die anderen Manderln ihn als Konkurrenten gesehen haben. Da gibt es dann eben Revierkämpfe und die sind so arg, dass sie richtig beißen. Wir haben 3-mal an verschiedenen Orten in einen Bau gegraben. Am Ende waren wir in Hundsheim, eine wunderschöne Zieselkolonie bei einem Schafzüchter. 2 Monate haben wir ihn dort betreut und besucht. Unser Flipsi, so haben wir ihn genannt. Er wurde dort von einem Hamster aus seinem Bau herausgebissen. Wir haben unser Ziesel nach Wien zur Tierärztin bringen müssen. Er hat am Bopsch so einen großen Tippel gehabt, eine Blutvergiftung durch die Haare in der Wunde. Er ist dann in seinem alten Handtuch gesessen, mit Käsepappeltee haben wir ihn gebadet, aber er hat überlebt. Es wurde Winter und er hat den ersten Winter in der Kältekammer in der Uni Wien für Biologie Winterschlaf bei 10 Grad halten können. Im Frühjahr haben wir ihm am Bisernberg wieder einen Bau gegraben. Und auch dort wurde er von der Kolonie nicht angenommen. Es hat nicht funktioniert mit dem Auswildern. Im Breitensee haben wir dann im Garten ein Gehege 2x2 Meter mit Gitter gebaut. Er war im Sommer dort. Im Winter hat er dann bei uns im Keller überwintert. Wir hatten eine Infrarotkamera mit Kabel und ein Thermometer zu uns hoch in den 2. Stock. Flipsi ist dann am Ende bei uns geblieben, in der Wohnung. Abends beim Fernsehen lag er bei uns am Schoß auf seinem Handtuch. Da war er dann handzahm. Sein Puls ist langsamer geworden als der meine. Das ist nicht normal. Und leider ist er dann gestorben. Er ist 4 Jahre alt geworden. Das ist die Lebenserwartung von einem Ziesel. Im Wienerwald haben wir ihn dann begraben.